Ich teste am nächsten Tag also weiter. Denn ich will herausfinden, wie genau dieses System von Zentrale und örtlichen Schlüsseldiensten aussieht. Frühmorgens in Frankfurt. Wir sind wieder auf den Beinen, um unsere, ja, ich sag mal, Recherchereise so ein bisschen fortzusetzen. Was können wir noch rausfinden über die Auftraggeber der Abzockschlüsseldienste, über die, die sich ja, ich sag, Callcenter nennen, die die Aufträge, ja, anstoßen und vor allem den Großteil des Geldes möglicherweise nehmen. Was denkst denn du, wie viel bekommt denn so ein Vermittler dann ab? Den Löwenanteil. Ich gehe davon aus, er wird mindestens 60% nehmen, wenn nicht sogar 70%. Und so ein Monteur, der dann kommt, hat er dann auch einen Anteil? Bekommt er da seinen Share dran? Oder? Bestimmt. Entweder kriegt er einen Fixpreis pro Tür oder er wird halt nach Stunden bezahlt werden. Das kommt dann wahrscheinlich darauf an, auf seinen Arbeitgeber. Da vorne ist unser Haus und unser Lockvogel Nils wartet schon. Hinter der verschlossenen Tür, die musst du jetzt erstmal aufmachen. Okay, ja, alles klar. Erfahrungsgemäß spricht es sich schnell herum, wenn wir der Branche auf den Zahn fühlen. Also beziehen wir heute ein anderes, neues Haus in Frankfurt. Und du bist jetzt der Meinung, ich soll die aufmachen, oder wie? Ich glaube, du schaffst das. Ich bin gespannt, wie lange du für diese Tür heute brauchst. Ja, mal gucken, wie schnell das geht. Wobei es ja nicht immer zwingend auf die Geschwindigkeit drauf ankommt, sondern entscheidend ist ja dann, denke ich mir, immer der Preis hinterher. Ja, aber manchmal eben auch die Geschwindigkeit. Hallo Nils. Hallo, guten Morgen. Hey, Kabel 1 ist im Haus und wird heute den Tag hier verbringen. Ist es dir schon mal passiert, so eine Tür, die zugefallen ist? Ich selber noch nicht. Was würdest du bereit sein zu zahlen dafür? 120, 160 Euro maximal so. Maximum. Maximum. Wir haben dir ein paar auf die Liste gesetzt. Der Anruf muss erstmal erfolgen. Ich bin gespannt, wie lange wir auf den warten müssen. Komm. Wieder bauen wir die Technik auf und installieren versteckte Kameras, damit wir das Geschehen an der Tür aus unserer Regie beobachten können. Da sind wir in unserer kleinen Regie in Frankfurt, wo wir heute diverse Schlüsseldienste hinrufen werden. Für wen arbeiten die Männer, möglicherweise auch Frauen, die hier heute aufkreuzen? Dieser Schlüsseldienst wirbt mit einem Satz, den ich gerne höre. Ich glaube, jeder, der sich ausgeschlossen hat. Ne? Hier steht, die seriöse Schlüsseldienst erkennt der Verbraucher daran, dass der Preis schon am Telefon verhandelt werden kann. Das steht ein bisschen in Widerspruch zu der ersten Seite dieses Unternehmens, wo ein Festpreis angegeben ist. Was gibt's denn zu verhandeln, wenn es nur 59 Euro kosten soll? Hier finde ich toll, dass die Nummer aus Frankfurt ist. Das macht eigentlich einen vertrauenswürdigen Eindruck. Nicht irgendein Handy, nicht 0800, 069. Der erste Schlüsseldienst scheint von der seriösen und günstigen Sorte zu sein. Wieder nur ein Lockangebot oder steckt dahinter tatsächlich eine ehrliche Haut? Das kostet 59 Euro und dauert ungefähr 30 Minuten. 59 Euro mit Anfahrt oder kosten die noch extra? Nein, nein, mit Anfahrt. Super. Gut, habe ich aufgeschrieben, ja? Danke, tschüss. Also wir haben es mündlich und schriftlich. Mhm. Fixpreis 60 Euro inklusive An- und Abfahrt. Dann reicht das für den Monteur, aber noch nicht mal für einen Kaffee zur Mittagszeit, oder? Das ist unterpreist. Das ist definitiv günstig. Wenn es dabei bleibt, ist es unschlagbar. Aber kann man davon leben? Ja, wenn ich genug Menge mache, dann ja. Knapp 60 Euro inklusive Anfahrt und Mehrwertsteuer. Das klingt zu schön, um wahr zu sein. Nach den Erlebnissen von gestern bin ich da eher skeptisch. Tatsächlich ist ein Mitarbeiter nach einer halben Stunde vor Ort. Ohne große Umschweife macht er sich an die Arbeit. Mit wenigen Handgriffen öffnet er die Tür. Das war zu erwarten. Aber erst danach kommt der Moment der Wahrheit. Ah, traumhaft. Schnell und einfach. Vielen Dank. Und leise. Und leise, sehr gut. Haben Sie die Rechnung für mich? Gehen Sie erstmal rein, dann bereite ich alles vor. Was kostet das jetzt? 59 Euro. 59. Tatsächlich bleibt es beim genannten Preis von 59 Euro inklusive ordentlicher Rechnung. Vorbildlich und ohne Einschränkung weiterzuempfehlen. Ja, Wahnsinn. Guten Tag, Peter Giesel von Kabel 1. Wie, oder? Natürlich. Wie, oder? Na klar, na klar. Meister, machen Sie ruhig 65. Ein erfolgreicher Schlüsseldienst muss heutzutage im Netz zu finden sein. Deshalb hat er sich Hilfe von einem Spezialisten geholt. Der sorgt gegen eine geringe Gebühr dafür, dass seine kleine Schlüsseldienstfirma im Netz gefunden wird. Toll!
Darf ich mal fragen, was Sie das als Unternehmer kostet, wenn Sie Ihre Seite Frankfurt Schlüsseldienst nach oben bringen wollen? Wie ist denn das? Wir zahlen keine Geld jetzt. Und wir sind auf dem 4. Platz in diesem Moment. Jetzt habe ich gerade gesehen, da gibt es jemanden, der Ihnen die Seite gemacht hat. Genau. Was ist denn das? Können Sie mir das erklären? Das ist auch eine Person, wo suchte Subunternehmer. Das heißt, wenn die Preise stimmen, dann kann man zusammenarbeiten. Er macht nur die Seite, braucht man nichts zum Zahlen bei ihm. Das heißt, wenn wir seinen Auftrag haben, dann zahlt man auf diesen Preis 15 Euro. Ah, also 15 Euro geht an den, der Ihnen die Webseite gemacht hat. Und die 59 Euro. Auch so geht's also, ohne Unsummen an dubiose Vermittlungszentralen zu bezahlen und ohne diese Mehrkosten an den Kunden weiterzugeben. Schlappe 59 Euro sind fast schon zu günstig. Alles klar, bis dann. Danke, alles Gute. Der nächste Schlüsseldienst, den ich teste, ist besonders leicht zu finden. Ganz prominent auf Platz 4 in der Trefferliste im Netz. Zack, da ist er. Ist das hier das Abzeichen eurer Zunft hier, dieser Schlüssel mit dem? Nein, mit Sicherheit nicht. So, das ist jetzt der Schlüsseldienst Frankfurt-Mainz, nennt er sich selbst. Hier ist eine 24-Stunden-Nummer. Wir haben das Ganze auch in anderen Städten ausprobiert. Wir schauen sich mal an, hier in Berlin zum Beispiel, schon wieder diese Telefonnummer und schon wieder dieses Zunftabzeichen hier oben. Gehen wir mal nach Hamburg. Schon wieder diese Telefonnummer, schon wieder dieses Abzeichen. Machen wir es kurz. Wir haben uns natürlich vorbereitet. Auch das Impressum ist in allen Städten ähnlich. Wofür steht denn das erstmal, wenn es in jeder Stadt so eine Webseite gibt? Es steht in erster Linie dafür, dass es einen gibt, der Geld kassiert. Und hier gibt es nun wirklich einen, der sozusagen laut Impressum die Firma vertritt. Und der residiert hier offensichtlich in einem Wohnblock im Rheinland irgendwo. Oh, wer es glaubt? Lockvogel Nils ruft an. Ich glaube nicht, dass es sich tatsächlich um einen Frankfurter Schlüsseldienst handelt. Und was kostet es circa? Die Anfahrt kostet 25 Euro. Dann kommt der Monteur zu Ihnen, schaut sich einmal die Tür an und macht dann vor Ort mit Ihnen einen Preis aus. Ist die abgeschlossen oder zugefahren? Die ist ja zugefallen. Okay, 20 bis 40 Minuten dauert es ungefähr. Wenn der Kollege vor Ort ist bei Ihnen, schaut er sich das gerne mal an, ja? Okay, also 20 bis 40 Minuten, 25 Euro Anfahrt und den Rest gucken wir vor Ort. Genau, so ist es richtig. Alles klar, super. Vielen Dank. Bis gleich. Tschüss. Die schalten da jetzt erstmal einen Kollegen vor, der wird dann mit dir sprechen. Schauen wir mal. Der ist aber schnell hier. Wie lange hat er gesagt? 20 bis 40 Minuten. 20 bis 40 Minuten. Ja, darauf würde ich mich jetzt nicht verlassen. Steht aber auch so auf der Webseite. Und es steht hier ganz klar, geringe Kosten. Das klingt eigentlich gut. Auch hier kommt innerhalb der genannten Zeit ein Mitarbeiter, der uns nun zum angeblich günstigen Preis die Tür öffnen wird. Mir ist eine Sache eben gerade noch mal, während er auf dem Weg ist, aufgefallen. Lies mal, was hier steht. Nach Ihrem Anruf wird Ihnen sofort verbindlich und transparent die Kosten für eine Öffnung Ihrer Tür vermittelt. Das ist nicht passiert. Ganz im Gegenteil. Er hat gesagt, 25 Euro für die Anfahrt. Alles Weitere besprechen wir vor Ort. Sollte man hinkriegen. Hast du einen Ausweis für mich, bitte? Ja. Gut so. Den Ausweis muss er sich zeigen lassen, um sicherzustellen, dass der Kunde auch wirklich dort wohnt. Was wird's kosten? Nach der Ausweiskontrolle kommt der Moment der Wahrheit. Einmal für dich. So, jetzt kommen wir zum besten Teil der Arbeit, die Preise. Aha, jetzt erfahren wir's. So, das komplette Aufmachen kostet 159 Euro. Okay. Dann kommt noch eine Arbeitszeit drauf, eine Anfahrtspauschale von ca. 30 Euro und Mehrwertsteuer 16%. Okay, das heißt, wir sind bei 200. Über 200. Nur fürs Aufmachen? Ja. Obwohl nicht mal abgeschlossen ist? Ja. Über 200 Euro, das ist zu viel. Das liegt daran, diese Preise für Türöffnungen sind hochgekurbelt worden seit Juni. Seitdem Corona ist, haben wir höhere Preise, teurere Preise. Das liegt daran, dass wir wegen Corona kaum Aufträge haben, beziehungsweise gar keine Aufträge.